Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von mir und vom lieben LS-Profi zusammen in der Challenge. Oh. Ah ja. Und ja, jetzt ist der erste LU-Mitarbeiter eingetroffen und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum LU-Mitarbeiter. Oder unklar, auch nicht. Das war so unklar, jetzt schnappt er mir wieder den weg, ey, das gibt's nicht. Oder auch nicht, ich glaube eher nicht. Wir machen mal das. Nee, der kommt, ich muss kurz runter. Ah ja. Ja, und dann in der letzten Folge haben wir ja das Gras bei den Herrn Kollegen verdichtet und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal auf die Felder. So, das ist da. Da müssen wir noch das... Soll ich jetzt 10 Euro spenden? Oh, bitte, Julian, tu dir, bitte. Du musst das halt tun, alles gut. Wenn du 10 Euro spenden möchtest, dann tu das gerne, aber ich weiß ja nicht, ob ich, wie viel ich... Ich weiß es nicht. Das ist echt zu krass hier. So, dann würde ich sagen, wie schaut es jetzt mit dem Ladewagen aus? Ich muss sogar noch 2-3 Bahnen fahren, dann bin ich fertig. Hast du sonst noch irgendeine Arbeit für mich? Okay, dann 20. Julian! Du kannst tatsächlich einen Düngestreuer von. Ah, nee, ich hab keinen. Da musst du einen Traktor von dir nehmen, nimmst Düngestreuer und fährst auf den grünen Streifen unter der 26, die ich mir zuletzt gekauft habe. Okay, dann kannst du ja schon mal drüber düngen. Da, wo ich aktuell am Einfahren. Ach du Scheiße, ich glaube, ich muss da gleich mal Deutsch machen. Okay, zu wenig dafür. Julian, ey. Das kann ich nicht annehmen hier. Wo ist denn dein Düngerstreuer? Einer, der steht am Hof und im Unterstand. Alles gut. Ich muss den Deutsch tauschen hier, der kommt gar nicht hier hoch. Okay, ich dann 80. Leute, hier. Heißt du düngen oder kolken? Düngen. Ich kann mir nicht so viel Geld spenden hier. Immer noch zu wenig, dann 80. Jetzt sind schon beide bei 80. Leute, jetzt übertreibt er aber hier. Jetzt kommt gleich der nächste hier mit 100. Du musst meinen Schlüssel geben. Oh, hab ich nicht. Ich weiß, ob ich dir vertrauen kann. Ich vertraue dir mal, okay? Du kannst mir immer vertrauen. Geh doch mal scheiße. Dankeschön. Was soll jetzt verfolgt düngen? Unter den Grünstreifen. Immer noch zu wenig. Dann 4. Das ist zu viel. Hallo. Unter der 26, dieser Grünstreifen. Unter 26, hä? Haben wir zuletzt in der letzten Folge schon besprochen. Nicht in der letzten, in der vorletzten. Unter 26, hä? So ist ja kein Grünstreifen. Doch. Unterhalb vom Wald. Der Lange da. Ja, der Lange. Der Lange ungefähr. Immer noch zu wenig. Nein. Das ist schon mal zu viel hier. Bezahlung kriege ich auch noch von früher vom Verdichten, gell? Die machen wir zusammen mit dem. Okay, Ding. Passt. Jetzt weiß ich aber noch immer nicht, warum da ein Sam auf der Mittenstraße liegt. Weiß ich nicht. Was liegt da? Ein Sam-Traktor. Ach so, das ist glaube ich von den Leuten, die mir die Kühe gebracht haben oder immer noch bringen. Aber keine Ahnung, warum da liegt. Frag mich nicht. Fragst du Lu? Wieder so Profis on Berg. Aber ich ziege. Also 800 oder wie? Also 800 mal 1000. Oh, nee, bitte nicht. Ich bitte die zwei Rivalen morgen früh um 8 Uhr auf den Hofplatz. Okay. Okay, was gibt's jetzt wieder? Weiß ich nicht. Aber wir wollen jetzt so mal zu 20 Uhr spulen. Ja. Machen wir das so. Aber ich muss hier jetzt erstmal. So, Leute, was geht's ab, Alter? Lol. Mach doch jetzt den Motor an. Hä? Hä? Was ist denn los? Der Traktor geht nicht mehr an. Ah, jetzt. Alles der gut. Kollege wieder ein Schlüsselverkehr drin. Ja, immer.
Und da fällt 26 kurz circa. Ja. Guck mal, da wo ein paar Schwaden liegen. Och nein, oder? Nein, scheiße. Wo denn jetzt passiert? Okay, bisschen übertrieben. 20, ach, 20 ist eigentlich schon zu viel. Warte mal. Muss mal kurz runter in Zellu. Ja. Jo, Leitlein, jetzt doch mal eben noch düngen. Und dann passt das. Kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld, müssen wir den Rupfen da. So. Der Kollege wieder da. Jo. Jetzt geht's ab, Alter! Und jetzt passiert. Jetzt geht's ab, ja! Geil! Und wo soll dann jetzt sein? Hä? Ach dann! Die Presse muss ran! Schreibt so gerne mal in die Kommentare und schaut BMVP und tut spionieren, was er so vorhat. Jetzt. Komm, Cash rein. Und jetzt. Oh nee, wir haben Modnet drauf. Och nee, das wird jetzt ätzend. Warum hat der Herr Kollege 307.000 Euro am Konto? Das Geld habe ich schon vorher. Ich habe sogar LS-Profi. Zieh bitte. Strafe wegen Sachbeschädigung. Was? Nö, stopp, warte mal kurz. Wo ist der? Uiuiui, jetzt wird's aber krass. Du. Jetzt wird's krass. So, ja. Jetzt wird einmal schön 10.000 Euro weniger auf dem Konto. So, hallo lieber Rivale. Was denn? Mir wird hier ein Regelbetrug vorgeschrieben. Habe ich den Frame umgeschmissen? Ich weiß es nicht, ich bin dort vorbeigefahren, dann ist er dort schon gelegen. Siehst du? Und ich habe den ganz sicherlich nicht umgeschmissen. Ja, aber wieso sollten wir den abhängen, wenn wir nach Kühe fahren? Der ich weiß es ja nicht, ich fahre ja mit meinen Maschinen. Die da unten stehen, habe ich keine Ahnung von. Ja, gut. Ich entschuldige mich. Ich frage. Ja, kann aber was sehen, aber am besten meistens mal ein bisschen eher da forschen. Aber ich danke Ihnen. Lieber Rivale, dass Sie sich Zeit dafür genommen haben. Ja. So, kein Problem. Wird mir einfach was vorgeschoben. Nö, nee, ich weiß nicht, ich hab die Frühe schon gefragt, warum der auf der Straße liegt. Ja, deswegen, weil er mir gerade eben gesagt hat, dass du angeblich gesagt hast, dass ich den umgeworfen hat. Hast du aber ja gar nicht gesagt, deswegen, Leute hier. Aber natürlich, ganz gesittet. Asche. So. Boah, ja, das geht richtig geil. Geilste Idee schon wieder von mir gewesen, aber das Ding ist halt, ich muss hier eine Ewigkeit warten, ey. Ich glaube, das. Wir brauchen nur mit den einen Mod hier drauf, ey. Aber egal. Kein Ding, Junge, mal ganz schnell hier. Aha! Oh, jetzt guckt der Junge! Aha! Wie witzig zu sehen! Moin, moin! Was gibt's?
Alles gut? Läuft der Hof? Mhm. Alles gut bei ihm? Ja. Bist du schon fertig mit dem? Na, gleich. Ich brauche halt dann noch ein bisschen Nachschub, glaube ich. Sind selber Bescheid hier. Oder nicht, ich weiß nicht, ich muss uns jetzt einmal schauen. Wie finden Sie meine Idee? Nix geschafft. So. Auf jeden Fall danke, Julian, dass du auch da aufgepasst hast, weil ich weiß ja nicht so recht hier, ob das so richtig. Aber haben wir schnell durch hier, Leute. Also die Mietkosten sind auf jeden Fall schon. Jetzt weiß ich, Leute, wo es erfuhr hat. Aber naja, das werden wir dann schon in der nächsten Folge sehen. Ja, was ich vorhabe. Hast du schon gesehen hier? Den werden wir schon noch den Plan, einen Strich durch den Plan machen, wolltest. Ja. Preis steigt auch stehen. Oh Maria. Du bist der beste YouTuber der Welt, also meine Meinung. Okay, das ist wirklich. Jetzt mitten in der Aufnahme ist Synchro. Geil. Das ist einfach. Ah, das war jetzt aber schnell. Aber der hat besser als das. Okay, wenn du das so findest, das ehrt mich schon, dass ich mich besser als Mono bin, weil. Also, das Feld ist fertig gedüngt. So. Ach doch, hier das Ding. Oh, ist schon leer. Na, das Feld ist fertig gedüngt. Feld ist fertig, ja, dann kannst du das Ding abstellen, weil ja, Mann, wir tun ja gleich Spuren. Jo. Ich glaube, beim Lesen ist alles gedüngt. Jo. Und dann wahrscheinlich gibt es, dann müssen wir um 8 Uhr und beim Lu sein. Mal gucken, was es da gibt. So, mal kurz Traktor tauschen. Nee, das geht schon so mit dem. Alles gut, das passt jetzt. Wow, Bit und verlassen ist aber zugleich. Läuft bei dem auf jeden Fall. So ist alles. Ab die nächste Ladung. Also ich finde, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben oder auch in den Chat. Ich finde, das ist echt eine gute Idee von mir gewesen, mal wieder. Natürlich hat der Kollege, natürlich konnte er sich nicht vergreifen zu gucken. Wow, jetzt habe ich. So klar. Oh, da kommen die nächsten Kühe. Das läuft einfach. Das ist geil. Das läuft einfach. Und der Kollege, wie läuft es bei Ihnen so? Gut. Ich kriege halt da noch einmal 10.000 von Ihnen. Wofür? Fürs Arbeiten. Ja, wahrscheinlich. Sonst noch irgendwas. Das ist die beste Idee ever. Danke dir. Wow, schon wieder synchron. Das freut mich. Das freut mich wirklich, ey. Ich kann mir auch gerne Tipps reinschreiben. Weiß ich welcher. Da steht einfach ein Mieten-Bigame auf der Straße. 10.000, Junge, hast du mit Gold auf die Wiese gestreut oder was? Ja, Blattgold. Ist klar, Junge, sag mal realistische Preise hier. Na, so 2.500 für alles zusammen, für Silage verdichten und Ding. Ja, dann bitte auch mal was verdienst. Oh Mann, ey. So, 2.5 machen wir hier, komm, machen wir 2.6. Bin heute mal wieder gut gelaunt. Sugar Daddy, Spaß. Oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, war's das schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst so gerne ein Like da. Schaut's beim lieben LS-Profi vorbei. Und vergesst nicht zu spionieren und mir in die Kommentare zu schreiben. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.